Kubas Ex-Präsident Fidel Castro hat sich nach über 14 Monaten erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Offizielle Medien berichteten am Samstag über einen Besuch des 88-Jährigen in einer Schule in Havanna. Die Parteizeitung Granma zeigte Fotos. Darauf ist zu sehen, wie Castro aus einem Minibus heraus mehreren Venezolanern die Hand schüttelt. Der Besuch der Schule unweit von Castros Haus erfolgte den Angaben zufolge bereits am vorigen Montag. Die Gruppe Venezolaner hielt sich laut Granma zum Solidaritätsbesuch in Kuba auf.